So Leute, da sind wir beim nächsten Booster Opening. Super aktuell, wie ihr seht. Einfach weil diese Matte ich noch weiter am Testen bin. Ich habe gesagt, es kommt letzte Woche Samstag. Das Video ist noch nicht gekommen, weil die Matte noch nicht trocken war und jetzt ist sie gewaschen. Und ich habe auch, glaube ich, am Samstag ein Bild auf Instagram hochgeladen, wo man sieht, dass diese Matte gewaschen ist und so weiter. Und wollte sie jetzt noch ein bisschen länger testen, weil ich bin kurz zwischen Update, wie die Leute sind, das jetzt sehr hart begeistert. Das Review kommt, das kommt diese Woche. Andere Sache, die ich habe, ist die lieben Leute von Magic Cards Berlin haben mir ein Paket geschickt, das ich bestellt habe. Und ich muss das mal ganz kurz rauskristallisieren. Ich habe selten so nette Leute in einem Onlinehandel getroffen. Also ich habe natürlich schon auch andere nette Leute in einem Onlinehandel getroffen, ohne Frage. Also ich habe ja auch schon für andere Onlinehändler so ein bisschen hin und wieder mal so ein bisschen gesponsert Content gemacht. Aber dass sie es nicht gesponsert, ich möchte das nur mal kurz shoutouten, weil Magic Cards Berlin, großartig, die haben eine eigene Seite, die machen über Card Market was und die sind so lieb und so nett und ich habe so mit denen rumdiskutiert, weil ich mich angestellt habe und doof war und was nicht alles und die ganze Zeit hin und her gedacht habe, wie ich irgendwie 1-2 Euro sparen kann und die haben das alles ausgehalten, die haben mit mir geschrieben, die waren super lieb, super nett, deswegen großes Shoutout, guckt mal bei denen auf der Seite vorbei, Links unten in der Videobeschreibung. Ja, was ich mir geholt habe bei denen, ein Modern Horizons 2 Collector Booster. Jetzt natürlich die Frage, wenn man von einem Online-Händler Collector Booster kauft, sind die dann noch gezählt? Sind die dann noch gut? Ich glaube, dieses Booster wird richtig cool. Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus. Dementsprechend machen wir mal dieses doch sehr teure Modern Horizons 15 Card Collector Booster auf. So. Einmal kurz reinzoomen. Ihr seht schon, das Foiling ist all over the place. Uff, die Karte kann man gar nicht erkennen. Selbst ich, der hier direkt vor dieser Karte sitzt, kann diese Karte nicht erkennen. Was ist das denn? Okay. Ich sollte sie auch vorlesen. Tanglepool Bridge kommt getappt ins Spiel, ist unzerstörbar und ist ein Artefaktland. Dann haben wir Break Ties. 3 Mana, wir zerstören Artefakte, Verzauberung oder exilieren eine Karte aus dem Friedhof mit Reinforcement. Für 1 weißes Mana können wir die abwerfen und eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur legen. Die Karte teste ich aktuell in einem Deck, das ein Deck-Tag auch noch kommt. Nested Shambler, 1 Mana 1/1. Wenn er stirbt, kreieren wir X Squirrel, wo X hier eine Power ist. Ein Zombie, der Eichhörnchen macht. Hard Evidence, 1 blaues Mana Sorcery. Wir kriegen eine 0/3 Krabbe und wir investigaten. Das Artwork, oh mein Gott. Das Foiling ist echt, echt krass. Das ist so abgestumpft irgendwie. Dann haben wir, wow, what? Das ist wieder schwer zu sehen. Vedalgen Infiltrator, 2 Mana 1/3, kann nicht geblockt werden. Und Metalcraft, der kriegt +1/+0, wenn wir 3 oder mehr Artefakte kontrollieren. Okay. Dann haben wir ein Barbed Spike. 2 Mana, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir einen 1/1 Topter, der daran ausgerüstet ist. Also Living Weapon nur mit Topter, geil. Und der kann fliegen. Und kriegt +1/+0 die ausgerüstete Kreatur und für 2 Mana Ausrüstung. Dann kommt jetzt ein Edged Foil. Oh mein Gott. Ich bin mir aber gerade nicht 100% sicher. Wenn ihr wisst, was das für ein Land ist, ich hoffe mal, da kriegt man das Edged voll rein. Gerade im Vergleich zu den normalen. Ich versuche das ja immer wieder reinzubekommen. Ihr seht hier dieses Rainbow, sag ich mal. Und hier seht ihr halt diese einzelnen Punkte auf der Oberfläche. Das ist das Edged Foiling. Wenn ihr die Karte noch nicht in der Hand gehabt habt, guckt unbedingt nach, ob euch das gefällt oder nicht. Ich bin ein Riesenfan davon. Dann haben wir... Uff. Dankeschön. Würden Catacomb in Full Art tappen, bezahlen Leben und würde so ein Deck nach einem Swamp oder einer Forest-Karte. Nice. Dann haben wir Faithless Salvaging. 2 Mana, wir werfen eine Karte ab, ziehen dann eine Karte mit Rebound. Ja, ich mag diese Sketched-Art nicht. Auch wenn ich festgestellt habe, hier unten so Mood a bit regretful, but still looking for loot. Das sind die Anweisungen, die die Künstler bekommen haben, als sie diese Sketches gemacht haben. Dann haben wir bist du denn? Das ist eine Tit... Was? Okay, das ist, glaube ich, die günstigste Mythic des ganzen Sets, weil sie niemand sie spielt. 5 Mana, 5/3. Wenn Titania ins Spiel kommt, das ist Titania. Das sieht nicht aus wie Titania. Dann können wir eine Landkarte aus dem Friedhof ins Spielfeld bringen und immer wenn ein Land vom Feld auf den Friedhof geht, kriegen wir ein 5/3 Elementar. Das ist schwierig. Was haben wir hier? Prophetic Titan in Rainbow. 6 Mana, 4/4 mit Delirium. Wenn er ins Spielfeld kommt, suchen wir uns 1 aus. Wenn 4 oder mehr Karten im Friedhof sind, können wir beides aussuchen. Also 4 oder mehr unterschiedliche Kartentypen im Friedhof sind. So ist es richtig.
erstmal fügen wir 4 Schaden auf irgendeinem Ziel zu oder wir gucken uns die obersten 4 Karten unseres Decks an, legen eine davon auf die Hand und den Rest unter das Deck. Ja. Sketch Art Rainbow Foils sehen so strange aus. Dann haben wir einen Galvanic Ray. Ich habe keine Ahnung. 3 Mana Sorcery. Wir exilen die oberste Karte unseres Decks. Bis zum nächsten Zug können wir die Karte spielen mit Storm. In Old Border normales Rainbow Foil. Da, Rainbow Foil. Wie selten das einfach war in Time Spiral. Egal. Dann als nächstes haben wir. Wow. What? Das ist unsere Edged Foil Old Border. Glimmerbären. 1 Mana, 1-2, wir opfern einen Token, der kriegt +2/+2. Dieses komische Uf-Ding. Gucken, ob ich das Edge voll reinkriege. Ja, so ein bisschen. Ja. Dann haben wir Ranger Captain of Eos in Old Border Foil Edged aus Modern Horizons 1. 3 Mana, 3-3, wenn ihr ins Spiel kommt, durchsuchen unser Deck nach einer Kreatur mit Mana-Value 1 oder weniger und nehmen sie auf die Hand. Und wir können ihn opfern und der Gegner darf keine Karten in dieser Runde spielen. Sehr geil, eine Mythic Rare, sehr, sehr cool. Das hätte auch schlimmer sein können, das hätte aber auch cooler sein können. Das hätte eine Force of Negation sein können. Aber bisher will ich mich echt nicht beschweren, das ist echt cool. Und hier haben wir noch, nee, das ist eine Rainbow Foil. Rainbow Foil in Old, die habe ich tatsächlich schon ein paar Mal jetzt gezogen. Presurgent Belief ist eine Suspend-Karte, die wir für 2 Mana suspenden können. Und dann alle Artefakte und Verzauberungen aus unserem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Das ist Replenish. Also die Reserve des Karte als eben Suspend-Karte. Sehr, sehr cool. Dann haben wir ein Squirrel und ein Bird. Das ist ja eine Kombination. Ja, sehr, sehr cool. Ich will mich nicht beschweren. Also echt nicht. Wir haben Ranger of Captain of Eos, der eigentlich ganz cool ist. Wir haben Titania, die eine coole Commanderin ist. Und ein Verdant Catacombs. Das ist schon nicht schlecht. Also hierüber das, ja. Nein, aber das, ja. Ja, dann vielen Dank dafür. Und nochmal kurz der Shoutout. Guckt mal bei den Jungs von Magic Cards Berlin rein. Super, super cool. Und wir sehen uns dann beim nächsten Booster. Dann wahrscheinlich wieder ein regulärer, weil sonst wird es irgendwann teuer. Auch wenn ich die Collector Booster echt mag. I got a problem. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ablexed. Ciao, ciao.